Wer hat denn diese Woche schon mal ein YouTube-Video angeschaut mit dem erklärten Ziel, davon etwas zu lernen? Bitte Hand heben. Okay, das sind tatsächlich einige, wenn auch nicht alle. Wenn man sich auf YouTube umschaut, dann stellt man fest, es gibt wirklich zu jedem Thema irgendwelche Tutorials, Videos, Erklärvideos. Also das fängt an bei Chemie, das geht über die abstrusen Dinge, wie kann ich aus Draht und Wolle Modelle bauen, das wird minutiös erklärt. Es ist auch für die Jugend was dabei, wie man richtig küsst zum Beispiel. Ja. Es gibt auch sehr viele verrückte Gedankenexperimente, die aber wissenschaftlich untermauert werden, zum Beispiel bei dem Kanal Kurzgesagt, die in einem Video, das jüngst erschienen ist, erläutern, was denn passieren würde, wenn man eine Atombombe über einer Stadt in Westeuropa zündet. Ist interessant, wenn auch nicht schön. Und es gibt auch ganz praktische Anleitungen, wie man zum Beispiel freihand einen perfekten Kreis zeichnen kann. Und diese Hülle und Fülle an verschiedenen Tutorials und Möglichkeiten, die sich mit dieser Plattform heutzutage ergeben, die stellt dann auch irgendwann die Frage an die Hochschule, und da sind wir beim Thema des heutigen Abends, sind denn diese Webvideos tatsächlich die Zukunft der Hochschullehre? Und dieser Frage will ich heute ein bisschen nachgehen und habe ein paar Dinge zurechtgelegt, und wir werden schauen, wo das hingeht. Ich möchte aber nochmal ganz zurück anfangen und gehe mal ein bisschen so auf unsere eigene Lernbiografie an. Also ich erlebe gerade selbst, mein Jüngster wird im Januar ein Jahr alt, und in dem Alter ist ja wirklich so Learning by Doing. Ja, also ich glaube, in den ersten 3 Lebensjahren lernt der Mensch so viel wie sonst nie in seinem ganzen Leben. Und wirklich interessant wird das Ganze eigentlich erst mit dem Eintritt ins formale Bildungssystem, also in die Schule. Das heißt, wir haben einen Schüler, der geht in die Schule, und wenn man so alt ist wie ich, dann kennt man noch dieses Gerät. Und wenn man nicht ganz so alt ist, sondern ein bisschen jünger, kennt man vielleicht zumindest noch dieses Gerät. Und wir wissen, wenn der Lehrer oder die Lehrerin mit so einem Gerät ankommt, dann ist die Stunde gerettet. Dann ist Filmgucken angesagt, und Bildungsfilme oder Erklärfilme, wenn man so möchte, haben ja auch schon eine sehr lange Tradition. Das geht zurück bis zum Aufklärungsfilm, Bildungsfernsehen, Telekolleg ist vielleicht auch einigen noch ein Begriff. Und heutzutage sind wir eben bei den Webvideos. Diese Videos sind auf dem Vormarsch, ganz speziell seit 2005 die Videoplattform YouTube gegründet wurde. Einige Jahre später gab es dann die ersten MOOCs, also die Massive Open Online Courses in den USA, hauptsächlich vertreten durch Coursera als kommerzielle Anbieter oder auch Unternehmen wie die Khan Academy, die viele oder fast alle ihre Videos, wenn nicht sogar alle, auf YouTube bereitstellt und deshalb wirklich öffentlich zugänglich ist, kostenfrei für jedermann auf dieser Welt, der oder die einen Internetanschluss hat. Seit 2012 gibt es auch in Deutschland diese MOOC-Welle. Die ist inzwischen wieder ein bisschen abgeebbt, aber das Thema Video ist immer noch präsent und hat auch immer noch Konjunktur. Und das sieht man, wenn man sich anschaut, was für Projekte in Deutschland oder auch in Baden-Württemberg gerade durchgeführt werden, wo Bedarfe sind. Ja, es wurde schon erwähnt, das KIT bietet auch Workshops an zu dem Thema, wie man denn Videos für die eigene Lehre produzieren kann. Und einige der Teilnehmenden waren da auch schon mal Teilnehmer. Wenn wir jetzt wieder schauen, das ist so die Entwicklung weltweit gewesen. Wir müssen mal zurückgehen an den Schüler. Wie sieht denn so ein Schulalltag, Schulnachmittag heutzutage hierzulande aus? Der Schüler kommt nach Hause, hat Mathehausaufgaben, sieht die Aufgabe in seinem Heft, schaut im Buch nach und stellt fest, ich habe keinen Schimmer, was ich da machen soll. Und tatsächlich ist es heutzutage so, dass die erste Adresse dann YouTube ist. Ja, und da werden Erklärvideos gesucht. Kinder, Jugendliche verwenden YouTube inzwischen tatsächlich wohl als Suchmaschine. Also es wird gar nicht mehr der Weg über Google oder andere Suchmaschinen gegangen, sondern Suchbegriffe werden direkt bei YouTube eingegeben mit dem erklärten Ziel, ich möchte das als Video sehen und da die Informationen herausziehen. Und YouTube gehört tatsächlich zum Alltag der Kinder und Jugendlichen heute. Das hat im Sommer dieses Jahr eine Studie ergeben, nämlich die Studie über YouTube vom Rat für kulturelle Bildung. Die haben in einer repräsentativen Studie gut 800 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren befragt zu ihren Nutzungsgewohnheiten für YouTube. Und ich habe mir ein paar Schaubilder aus dieser Studie rausgegriffen, die ich für durchaus bemerkenswert halte. Nämlich das erste ist, welche Plattformen nutzen denn Kinder und Jugendliche? Auf Platz 1 steht WhatsApp unangefochten an der Spitze. Wenn man sich dann vor Augen führt, dass WhatsApp spätestens seit der DSGVO ab 16 Jahren ist und aber Kinder zwischen 12 und 19 befragt worden sind, muss man da fragen, was genau dahinter steckt. Aber auf Platz 2 rangiert schon YouTube mit immerhin noch 86% derer, die gesagt haben, die befragt wurden und gesagt haben, ich nutze das. Und die Frage ist nicht nur, ob sie es nutzen, sondern auch, wie oft sie das nutzen. Ja, also die zweitbeliebteste Plattform wird tatsächlich mehrmals täglich, beziehungsweise täglich oder zumindest mehrmals in der Woche genutzt.
Wenn man da weiter in der Studie liest, stellt man fest, dass es bei männlichen Jugendlichen noch ein bisschen verstärkt ist. Bei den Mädchen und jungen Frauen ist es nicht ganz so extrem. Das heißt, YouTube gehört durch diese häufige und alltägliche Nutzung tatsächlich oder regelmäßige Nutzung zum Alltag. Ja, es heißt nicht, dass sie jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends da vor dem Rechner hängen und YouTube gucken, aber es ist fester Bestandteil der Kultur unserer Jugend heutzutage. Und wenn man dann weitergeht in dieser Studie, werden Fragen gestellt, wie wichtig denn diese YouTube-Videos für die Schule sind oder für den Bezug zur Schule. Und da zitiere ich aus der Studie, steht drin, Jugendliche sind sich der Vorteile und Grenzen von Webvideos im Vergleich zum Unterricht überraschend klar bewusst. Und das wird in diesem Schaubild 20 aus der Studie sehr sichtbar. Da ist im oberen Teil wird gefragt, ich finde YouTube besser als Schule, weil. Und hier sind dann die Zustimmungen voll und ganz, beziehungsweise teilweise auf der Fünfer-Skala, die dann noch weitergeht, bis trifft eher nicht oder überhaupt nicht zu. Vierer-Skala müsste das sein. Also auf jeden Fall ein großer Teil stimmt zu, dass YouTube besser ist als Schule, weil, und das ist der erste Punkt, man das immer und überall machen kann, wenn man gerade Lust dazu hat. Und man kann sich aussuchen, wer einem die Themeninhalte erklärt. Oder auch der dritte Punkt unter, ist es besser als Schule, weil die Inhalte besser erklärt werden. Ja, und in der zweiten Spalte oder zweiten Zeile ist dann genau die Gegenfrage gestellt, ich finde YouTube nicht besser als die Schule, weil, und das ist der erste Punkt, man keine direkten Rückfragen stellen kann, wenn man etwas nicht verstanden hat. Und der zweite Punkt ist, YouTube-Videos, die Themeninhalte nicht so gut erklären, rüberbringen wie Lehrer im realen Leben. Ja, also da wird schon klar, Jugendliche schauen schon ein bisschen differenziert auf dieses Medium und nehmen nicht alles nur, wie das ist, konsumieren das und sind damit glücklich, sondern sie stellen das durchaus in Frage. Ja, aber trotzdem findet YouTube eine sehr, sehr große Zustimmung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern in diesen Altersklassen. Im Schaubild 19 wird nochmal die Wichtigkeit genau hervorgehoben. Und da werden herausgegriffen unter denjenigen, die sagen, YouTube ist sehr wichtig, beziehungsweise wichtig für die Schule, sondern ein paar Abstufungen, wofür es denn als wichtig empfunden wird. Und da steht dann drin so Sachen wie zur Wiederholung vom Unterricht, den ich nicht verstanden habe, für Hausaufgaben, für Prüfungen, als Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Also all diese Dinge, für die wir implizit auch sagen würden, ja, dafür sind Erklärvideos sehr sinnvoll. Das heißt, YouTube ist zum Teil auch wichtig für die Nachbereitung. Ja, also zum Teil deshalb, weil natürlich das nicht mal ganz die Hälfte ist, die jetzt dann nur diese positiven Aspekte hervorhebt. Aber ich finde, das sollten wir im Hintergrund behalten, im Hinterkopf behalten, wenn wir weiter über das Thema Webvideos für Bildungszwecke sprechen. Denn die Schüler von heute, ne, wir erinnern uns, sind tatsächlich die Studierenden von morgen. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir mit unseren Hochschulbildungsangeboten jetzt nicht unbedingt nach der Nase der Jugend rennen sollten, aber wir wollen ja trotzdem attraktiv sein, wir wollen denen bieten, was sie gerne machen, dann müssen wir uns schon irgendwie von die Frage stellen, wenn die Gewohnheiten der heutigen Jugend so massiv auf Videos basieren, was bedeutet das dann für die Studenten und Studierenden, die in 3-4 Jahren hier an unsere Hochschulen und Universitäten im Land kommen? Und das bringt uns zu dem Thema Digitalisierung an Hochschulen bzw. Digitalisierung der Lehre für die Videos in Hochschulen. Heutzutage, oder wir leben es gerade wieder in der Schule, ist mit dem Thema Digitalisierung ganz oft verbunden Infrastruktur. Es gibt einen Haufen Geld, es wird wahnsinnig viel gefördert und dieses Geld wird zum Teil in Learning-Management-Systeme gesteckt, ja, dass es da neuere und tolle Weiterentwicklungen gibt. Es wird ganz häufig in Vorlesungsaufzeichnungen gesteckt, weil ja man die Lehre, die man einfach schon betreibt, damit nachhaltig sichern kann und später weiter zur Verfügung stellen kann. Aber es werden auch Videostudios eingerichtet, um speziell Erklärvideos, Tutorials für ganz spezielle Studiengänge, ganz spezielle Themen zu produzieren, die ein etwas anderes Format sind als diese konventionellen Vorlesungsaufzeichnungen. Und ich persönlich erlebe es in Gesprächen über verschiedene Netzwerke, wie zum Beispiel das Hochschulforum Digitalisierung oder auch hier in Baden-Württemberg das Hochschulnetzwerk Digitalisierung in Baden-Württemberg, dass es häufig so ist, dass natürlich mit dieser Infrastruktur viel Geld vorhanden ist, aber wenig oder verhältnismäßig wenig Geld wird in Personal, das dafür zuständig ist, gesteckt und in Konzepte, die das Ganze tatsächlich sinnvoll und nachhaltig nutzen. Das heißt, wir haben hier dieses Bild. Da steht jemand, meistens eine einzelne Person, in so einem Didaktikzentrum an einer Hochschule, vor einem Haufen Geld oder vor einem super ausgestatteten System im Sinne Learning-Management-Systeme und Aufzeichnungssysteme oder ein tolles Videostudio.
und muss alleine sich überlegen, wie betreibe ich das, wie pflege ich das, wie entwickle ich das weiter und wie bringe ich das allen meinen Kolleginnen und Kollegen an meiner Hochschule bei. Also das klingt jetzt sehr negativ. Es gibt auch sehr, sehr viele gute Beispiele. Und wer sich da einlesen will, dem empfehle ich immer einen Blick in das Themenheft der Zeitschrift für Hochschulentwicklung aus dem Jahr 2014. Das ist Jahrgang 9, Nummer 3. Gab es ein Themenheft Videos in der Hochschullehre. Da sind viele Berichte drin, die auch sehr positive Beispiele darstellen. Aber das sind häufig Leuchtturmbeispiele. Und wir kennen diese Projektdenke an Hochschulen. Das wird 3 Jahre gefördert und dann wandert es in eine Schublade und wird nie wieder gesehen. Ich finde, daran sollten wir was ändern. Und eine Möglichkeit ist der Inverted Classroom. Wer hat von diesem Konzept schon mal gehört? Bitte Hand heben. Das sind doch so ziemlich alle. Es gibt von Daniel Al-Kabani, der schöne Comics zeichnet unter der URL constructiveamusement.de, diesen Cartoon zum Beispiel, da geht es um den Flipped Classroom. Die beiden stehen hier vor versammelter Mannschaft und sagen, oh nein, er war schon wieder in einem Flipped Classroom Workshop. Natürlich ist es nicht ganz so wie hier dargestellt, aber ganz einfach der Vollständigkeit halber, Inverted Classroom wird auch Flipped Classroom genannt. Wenn man Jürgen Handke zu Rate zieht, dann erfährt man auch, wo der Unterschied dabei ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass diese Methode im Grunde die Inhaltsvermittlung der Präsenzphase vorlagert. Und das häufig heutzutage mit Videos. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema des heutigen Abends, Videos für die Hochschullehre. Ja, das heißt, über die Videos sollen Inhalte vermittelt werden, die dann in der Präsenzphase vertieft und diskutiert werden. Und das halte ich für einen durchaus gangbaren Weg, Videos einzusetzen und auch für eine gute Begründung, Videos speziell für diese Zwecke zu produzieren. Nur ist es so, dass Videos natürlich irgendwie Vor- und Nachteile haben. Und einige davon möchte ich hier einmal exemplarisch aufzählen. Ich fange ganz plakativ mit den Vorteilen an. Videos sind natürlich zeit- und ortsunabhängig, wie fast alle E-Learning-Angebote. Einzige Bedingung, ich brauche einen Internetzugang. Auf dem Weg von Karlsruhe nach hierher mit dem Zug ist das leider nicht immer der Fall oder nicht immer gegeben. Aber das ist so die Utopie, die mit E-Learning generell verbunden wird. Dadurch sind natürlich Videos auch ein Stück weit flexibel einsetzbar. Ich kann sie in der einen Lehrveranstaltung verwenden, ich kann sie aber auch in anderen Lehrveranstaltungen verwenden. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel der Kollege aus der Mathematik ein schönes Einführungsvideo über bestimmte Berechnungen hat, die der Physiker gut brauchen kann, tun die beiden sich zusammen und sparen sich so viel Aufwand. Außerdem sind Videos noch in dieser Sonderstellung, dass sie einfach die Lehre ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Ja, also ich kann natürlich, wenn ich ein Seminar halte oder eine Vorlesung halte, kann ich entweder punktuell mal ein kurzes Video zeigen oder auch ein etwas längeres Video. Und dadurch lockere ich einfach dieses Format ein bisschen auf, weil es nicht nur noch frontal ist, beziehungsweise ich Teile auslagern kann in die Vorbereitungsphase oder auch in die Nachbereitungsphase, wenn man denn möchte. Außerdem vergrößern Videos die Reichweite. Und damit meine ich nicht nur die Reichweite, die ich als Lehrender generiere, wenn ich die Videos öffentlich stelle und dann viele Leute meine tollen Forschung oder meine tolle Lehre sehen, sondern insbesondere die Reichweite, die ich bekomme, indem ich meine Studierenden über das Video virtuell an einen anderen Ort mit hinnehme. Ich habe Geografie studiert, dann liegt es auf der Hand, dass man vielleicht auch mal woanders hinfährt. Und mit großen Studierendengruppen ist das vielleicht nicht immer möglich. Das heißt, ich könnte irgendwo hinfahren, alleine, dort ein Video drehen, bestimmte Dinge zeigen, Gesteinsaufschlüsse, bestimmte Gebirgsformen oder was auch immer, kann das wieder in dem Video zeigen und erhöhe so die Reichweite meiner Studierenden im Sinne von, was können sie sehen. Das ist nicht nur räumlich zu betrachten, sondern auch zeitlich. Ich kann mit Videos Zeitraffer- und Zeitlupe-Aufnahmen machen, um Dinge sichtbar zu machen, die sonst im Verborgenen blieben. Gerade bei physikalischen oder chemischen Versuchsaufbauten wird das häufig genutzt. Das würde sonst in einer normalen Lehrveranstaltung nicht gehen. Natürlich gibt es auch ein paar Minuspunkte bei den Videos. Das erste, würde ich sagen, ist, Video ist ein sehr transientes Medium. Das heißt, es ist sehr flüchtig. Ich drücke auf Play, dann läuft das durch und dann ist es vorbei und ich habe keine Möglichkeit, irgendwie damit zu interagieren, zu sagen, halt, stopp, ich muss das irgendwie nochmal anders erklärt haben. Also genau das, was die Schüler kritisiert haben an YouTube. Ich kann irgendwie nicht direkt rückfragen und sowas. Außerdem, und das ist tatsächlich so ein bisschen auch in der Kultur verhaftet, ist es zumindest meistens eine sehr passive Form des Konsums oder auch der Bildung, weil ich natürlich einfach da sitze, eine Fernbedienung nehme, auf Los drücke, am besten noch einen Eimer Popcorn in der Hand habe und dann gucke ich mir irgendwie Mathe-Videos an oder sowas. Lernen sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Außerdem, und jetzt gehen wir auf die Seite der Dozierenden, also von Ihnen und auch von mir, Videos zu produzieren ist zunächst mit einem höheren Aufwand verbunden, als eine normale Lehrveranstaltung vorzubereiten. Das
und das sage ich jetzt ein bisschen aus der Perspektive desjenigen, der tagtäglich mit Videos hantiert, trifft nur dann zu, wenn man eine bestehende Lehrveranstaltung umstrukturieren möchte. Also wenn ich von vornherein eine komplett neue Lehrveranstaltung aufzeichne oder aufziehe, dann kann ich die auch von vornherein mit Videos planen und kann den Aufwand so insgesamt wieder auf ein annehmbares Level bringen, weil ich ja sowieso das komplett neu machen muss. Und ob ich dann mit Folien mache oder mit Videos oder eine Mischform aus beidem, macht dann keinen so großen Unterschied, als wenn ich bestehendes Material komplett in Videos überführen müsste. Und dann muss man zu guter Letzt noch sagen, und das ist tatsächlich, finde ich, durchaus nicht zu vernachlässigen, dass Videos nicht für jede Art des Wissenstransfers geeignet sind. Ja, also es gibt ja das deklarative Wissen, es gibt das problemlösende Wissen, es gibt das prozedurale Wissen und es gibt metakognitives Wissen. Und nicht für alle Wissensarten kann ich super ein Video machen. Ja, also gerade das metakognitive Wissen, das ist schwierig, weil da braucht es einfach viele Reflexionsphasen, mit denen ich über mein eigenes Tun nachdenke und über mein Handeln reflektiere. Und das kann natürlich ein Video als solches erstmal nicht leisten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es durchaus strategisch sinnvoll sein kann, auf dieses Pferd Videos zu setzen. Allerdings, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, YouTube. Ist YouTube denn tatsächlich das Mittel der Wahl für die Hochschullehre oder für die Hochschulbildung? Weil letzten Endes handelt es sich bei YouTube um einen kommerziellen amerikanischen Anbieter. Wir haben hier sehr strikte Datenschutzverordnungen. Wir haben da Geschäftsmodelle, die mit den Datenschutzverordnungen nicht unbedingt vereinbar sind. Und letzten Endes begeben wir uns in eine Abhängigkeit zu einem Unternehmen, gegen das wir eigentlich keine Macht haben. Ja, also angenommen, das wird wahrscheinlich der Fall sein, aber angenommen, Google bzw. Alphabet, die Firma hinter YouTube, entschließt sich übermorgen den Stecker zu ziehen, dann sind Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Videos von heute auf morgen weg. Niemand hat die Gelegenheit, die Videos zu sichern. Meines Wissens nach ist es sogar nicht mal möglich, wenn ich einen YouTube-Channel betreibe mit sehr, sehr vielen Videos, die irgendwie mal gesammelt runterzuladen. Ja, also wenn ich da 300, 400 Videos habe, muss ich jedes einzelne runterladen. Es ist also wahnsinnig viel Aufwand, das von dieser Plattform wieder zu sichern. Außerdem, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die Videos nutzen, die ohnehin auf YouTube schon stehen, stellt sich die Frage, wie gut sind denn diese Videos auf unsere Curricula abgestimmt, ja, und auf unsere Prüfungsformen? Das ist ja unheimlich viel Aufwand, da genau die Inhalte rauszuziehen, die ich für meine Lehrveranstaltung brauche. Und das sind eigentlich die zwei größten Punkte, weshalb ich behaupte, dass wir unbedingt hochschulinterne Systeme brauchen. Und zwar sowohl für die Videoproduktion als auch für deren Distribution. Das heißt, wir brauchen in-house in den Hochschulen Studios und Videoproduktionsteams und wir brauchen in-house Lösungen, um diese Videos an unsere Studierenden oder sogar an die interessierte Öffentlichkeit zu bringen. Stichwort lebenslanges Lernen und Praxistransfer. Und hochschulinterne Systeme ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit, denn wir wissen, heutzutage ist alles vernetzt. Wir brauchen eigentlich hochschulübergreifende Systeme. Ja, und da ist natürlich gerade wieder das Hochschulnetzwerk Digitalisierung Baden-Württemberg und das Hochschulforum Digitalisierung zu nennen, die auch jetzt in der letzten HFD-Con das quasi vom Bundesministerium gefordert haben, dass doch bitte gefördert wird, hochschulübergreifende Plattformen zu entwickeln, dass genau das möglich wird, was wir, glaube ich, hierzulande oder sogar europaweit dringend brauchen. Wenn wir jetzt also innerhalb der Hochschule Videos produzieren und uns dabei an YouTube orientieren, dann müssen wir einfach mal schauen, wie das dann funktioniert. Ich habe eben schon gesagt, die Sache mit dem Popcorn-Eimer und ich sitze auf der Couch, ja, also das hat nichts mit Lernen zu tun. Das wäre so das Lernen, was uns vorstellt. Also dieses aktive Lernen, ich sitze am Computer, ich gucke mir die Videos an, ich bearbeite vielleicht noch ein paar Quizfragen dazu, ich habe Leitfragen, die mich da irgendwie durchleiten, ich habe ergänzende Texte, Skripte, andere Medien und Links, die mich zu weiterführenden Informationen bringen. Das Problem ist, dass das nicht von alleine funktioniert. Ja, also wir kriegen die Leute, die gewohnt sind, YouTube-Videos zu konsumieren, und zwar passiv zu konsumieren oder zu Netflixen, wenn man so möchte, die kriegen wir nicht einfach dadurch an den Rechner zum aktiven Lernen, dass wir jetzt auch solche Videos machen. Ja, sondern wir müssen diese Videos ein Stück weit didaktisch aufbereiten. Und da hilft uns tatsächlich ein Stück weit die Theorie, wie wir das machen können. Eine Theorie, die ich hier ins Feld führen möchte, ist die Theorie des multimedialen Lernens von Meyer und Moreno. Ich stelle sie stark verkürzt dar. Im Grunde, es ist eine Theorie, die auf dem Kognitivismus beruht und der zugrunde liegt die Cognitive Load Theory. Letzten Endes besagt diese Theorie, dass wir in unserem Gehirn nur begrenzte kognitive Kapazität haben. Und wir haben zwei Eingänge in unser Gehirn. Wir haben nämlich einmal einen verbalen Kanal, hier auf der oberen Hälfte dieser Darstellung dargestellt, und wir haben einen bildhaften Kanal.
Und das Ding ist, wir haben jetzt hier ganz links, wo Wort und dieses Bild ist. Das ist unsere multimediale Präsentation von Informationen, von Inhalten. Die nehmen wir über unsere Sinnesorgane, Auge und Ohr, auf. Und das ist unser sensorales Gedächtnis. Das ist sehr kurz und von da aus wird das weitergereicht ins Arbeitsgedächtnis. Das ist dann dieses, da gibt es auch diesen verbalen und bildhaften Kanal. Und danach mündet das im Idealfall natürlich im Langzeitgedächtnis, wo es dann wiederum mit Vorwissen verknüpft wird. Also das ist eine sehr verkürzte Darstellung dieser Theorie. Der Punkt ist aber jetzt, für ein Video haben wir hier diese drei Pfeile auf der linken Seite. Denn ich kann ja Worte einmal sprechen und einmal schreiben. Und die Theorie des multimedialen Lernens sagt, dass wir beide Kanäle nicht unbedingt mit den gleichen Inhalten füllen können. Das heißt, wenn ich ein Wort aufschreibe und das gleichzeitig lese, dann habe ich einen Informationskanal, der über zwei Kanäle transportiert wird. Das heißt, wenn ich Informationen transportieren möchte und diese beiden Kanäle anspreche, dann dürfen die sich nicht gegenseitig blockieren. Das heißt, wenn ich Text spreche, sollte ich nicht denselben Text nochmal hinschreiben, sondern ich sollte diesen Text, den ich spreche, entsprechend bebildern, dass diese beiden Kanäle miteinander konform gehen und sich gegenseitig ergänzen. Dann bekomme ich bessere Lerneffekte und das blockiert sich nicht gegenseitig. Ist, wie gesagt, in der Theorie sehr gut beschrieben und auch mit einigen Beispielen angefüttert. Was heißt das jetzt konkret? Wenn wir Videos didaktisch gestalten, dann sollten wir auf bestimmte Dinge eingehen. Und da hat Cynthia Brame auch das in einer Studie einmal experimentell nachgeprüft und hat da ein paar Dinge festgemacht, die sich sehr positiv auf das Engagement, schreibt sie in der Studie, der Studierenden auswirken. Das erste wäre, dass man Wichtiges in einem Video hervorhebt. Also, dass man tatsächlich visuell die wichtigen Inhalte hervorhebt, indem man zum Beispiel andere Dinge ausgraut, mit Pfeilen arbeitet, mit Umrandungen, mit Einfärbungen, solche Dinge. Ein zweiter Aspekt ist, dass man den Lernenden Kontrolle über das Video gibt. Play drücken, Pause drücken, spulen, vielleicht auch mal 10 Sekunden zurückspringen, weil man irgendwie einen Halbsatz nicht ganz verstanden hat oder das Bild nochmal sehen möchte. Und ganz hilfreich ist es auch, Videos zu strukturieren. Mit entsprechenden Videoplayern geht das. Das ist eine technische Frage. Aber man kann dann hier angezeigt durch diese orangenen Marker, man kann so Kapitel setzen, die man direkt anspringen kann in dem Video. Ja, also wichtiges Hervorheben, Kontrollmöglichkeiten aufzeigen, Video gut strukturieren und, das habe ich gerade gemacht, Dinge wiederholen. Das trägt auch intensiv dazu bei, dass der Lerneffekt positiv ausfällt. Außerdem, und das ist jetzt eine andere Studie von Guo et al., der hat 800 Videos aus MOOCs der Plattform edX untersucht und da Überlegungen angestellt und das ausgewertet. Er kommt zum Schluss, dass kurze Videos auf jeden Fall besser sind, um die Lernenden zu aktivieren. Und er sagt dann so, 6 Minuten etwa. Ich habe jetzt mal hingeschrieben, 6 bis 8 Minuten, weil ich glaube, das habe ich jetzt aber, kann ich nicht wirklich belegen, aber das sind natürlich englischsprachige Videos gewesen. In meiner Wahrnehmung ist die englische Sprache ein bisschen effizienter. Das heißt, ich brauche, um dieselben Inhalte zu sagen, weniger Zeit. Außerdem ist es sehr positiv, wenn man Persönlichkeit zeigt. Und das auch in doppelter Art und Weise. Einerseits, dass ich, und deshalb stehen hier 2 Kameras im Raum, dass ich in einem Video die Person zeige, die spricht und referiert. Aber auch, dass diese Person tatsächlich Persönlichkeit zeigt und in Erscheinung tritt. Und da Menschlichkeit zeigt und nicht nur Tagesschausprechermäßig vorne steht und das total geschleckt referiert. Außerdem wurde in der Studie auch klar, dass tatsächlich explizit produzierte Tutorials besser angenommen werden als Vorlesungsmitschnitte oder Veranstaltungsaufzeichnungen, die natürlich für ein Publikum sind und deshalb einfach eine andere Format haben, eine andere Taktung haben, vielleicht Unterbrechungen haben, Störungen. Man wird es hier auch so sein, das Bild ist halt so dem Raum irgendwie entsprechend und man hat wenig Möglichkeit, das nochmal dediziert so zu planen, dass es genau für das Medium Video abgestimmt ist. Okay, alle diese Dinge kann man tun, wenn man Videos bearbeitet. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin Doktorand und mein Thema in meiner Doktorarbeit ist genau das, dass ich mir überlege, wie kann ich denn Online-Kurse, die maßgeblich oder ausschließlich aus Videos und ein bisschen Zusatzmaterial bestehen, wie können wir denn die verbessern? Und da geht es gar nicht so sehr darum, die technisch zu verbessern, also noch eine teurere Kamera zu benutzen, die mehr Pixel hat und noch tolleres Licht und besseren Ton, sondern eher auf einer didaktischen Ebene, beziehungsweise
ja, ich möchte jetzt nicht sagen User Experience, aber letzten Endes geht es um die Gestaltung des Kursraumes, dass der ja auch in so einem Learning Management System angelegt werden muss. Bei uns am KIT ist zum Beispiel die Lehrevaluation sehr gut in den Lehrbetrieb integriert. Die ist standardisiert, die findet jedes Jahr statt. Da gibt es ein sehr effizientes Prozedere, wie das evaluiert wird. Und mein Ziel oder das Ziel meiner Promotion ist es oder soll es sein, dazu beizutragen, dass auch solche Online-Kurse gut in den Lehrbetrieb integriert werden. Ja, so dass zum Beispiel diese Evaluationsprozesse auch diese moderneren Formate von Lehre berücksichtigen, was bisher noch nicht der Fall ist. Das heißt, diese Evaluation dieser Settings soll nicht Bestandteil einer Promotion sein, aber ich möchte Hinweise geben, welche Kriterien es denn wert wären, zu evaluieren, um festzustellen, ob dieser Online-Kurs für die Lernenden gut geeignet ist oder eher weniger gut zum Lernen geeignet ist. Ich mache das Ganze an einem Beispielkurs, den wir die letzten 3 Jahre über produziert haben. Das ist der Brückenkurs für die Geophysiker zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudiengang. Die meisten der Videos aus diesem Online-Kurs sind auch online auf YouTube. Also wenn Sie auf YouTube Brückenkurs Geophysik eingeben, dann finden Sie fast alle Videos, die da in diesem Kurs drin sind. Nur um sich mal ein Bild von diesen Inhalten zu machen. Das wird auch gleich relevant, weil ich ein Video zeigen werde, in dem ich natürlich sage, so hier, es geht um Geophysik und sowas. Was ich jetzt da mache, ist, dass der Kurs ist fertig, das Projekt ist abgeschlossen und ich möchte es jetzt nicht eben in der Schublade verschwinden lassen, sondern ich will hergehen und sagen, ich nutze das Design-Based Research, also ein iteratives Vorgehen, eine iterative Methode, um diesen Kurs zu verbessern. Das heißt, ich schaue mir den Kurs an, analysiere ihn, überlege mit unter Zuhilfenahme von Theorien und Literatur, was könnte man an diesem Kurs anders gestalten, dass er vielleicht ein bisschen besser wird, führe Interventionen durch und gucke das Ganze dann nochmal. Idealerweise bekomme ich da Rückmeldung von Dozierenden und Studierenden, die den Kurs bestreiten und betreuen. Was ein bisschen schwierig ist, weil der Studiengang Geophysik am KIT sehr klein ist. Also wir sprechen hier von Studierendenzahlen, ich glaube 12 sind es dieses Semester und das sind schon sehr viele. Aber die erste Intervention, die ich für diesen Online-Kurs gemacht habe, die ist bereits implementiert. Und ich warte im Moment auf Rückmeldung der Studierenden. Die erste Intervention ist tatsächlich, dass ich eine Lernstrategie vorstelle. Und zwar mit Videos lernen, lernen. Das sieht dann so aus. Das heißt, wir haben hier einen Videoplayer, der genau diese Möglichkeiten hat. Play, Pause. Ich kann die Geschwindigkeit einstellen. Ich kann mir Untertitel anschalten. Weil der Studiengang neuerdings auf Englisch stattfindet, kann ich über dieses Zahnrad, das kann ich jetzt hier nicht demonstrieren, auch umschalten. Das heißt, ich habe das Video aufgezeichnet, habe Deutsch gesprochen und habe danach ein englisches Voice-Over gesprochen und man kann das über diesen Videoplayer aktivieren und deaktivieren. Und ich stelle in diesem Video eine Strategie des selbstregulierten Lernens vor, nach Zimmermann 2002. Dieses selbstregulierte Lernen findet in 3 Phasen statt. Es geht im Grunde nur darum, ich plane mein Lernen, ich lerne, also schaue mir das Video an in dem Fall und danach überlege ich nochmal, was habe ich mir denn da gerade angeschaut. Also das ist so dieser 3-Schritt, den dieses Modell beschreibt. Und in dem Video ist natürlich diese Lernstrategie sehr verkürzt dargestellt, weil die Zielgruppe sind Geophysikstudierende und keine Pädagogen. Für die ist völlig egal, wessen Modell das ist, wie das heißt oder dass es überhaupt eine Lernstrategie ist. Für die soll es einfach nur sein, hör zu, wenn du mit Videos lernst, und hier sind ganz viele Videos, also wirklich, es sind 60 Videos in dem Kurs, dann gibt es Tipps und Möglichkeiten, wie du das ein bisschen effizienter gestalten kannst. Und dieses Video schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Hi! Herzlich willkommen in diesem Online-Kurs für dein Geophysik-Masterstudium. Alle Lerneinheiten hier basieren auf Videos wie diesem hier. Ich will dir eine Möglichkeit zeigen, wie du damit am besten umgehen kannst. Wir sind ja hier nicht im Kino, sondern dabei, dich erfolgreich durch dein Masterstudium zu bringen. Damit du aus den Videos möglichst viel mitnehmen kannst, ist es hilfreich, wenn du dein Lernen innerhalb des Kurses ein wenig planst. Nimm dir dazu etwas Zeit und schnapp dir Stifte und Papier. Alles parat? Dann kann's ja losgehen. Alle Videos sind etwa 10 Minuten lang. Ich empfehle, dass du pro Video etwa eine halbe Stunde Zeit zum Bearbeiten einplanst. Ein paar Minuten als Vorbereitung zum Video und etwa 10 Minuten danach. Sieh dir zunächst den Titel des Videos an und überlege, was du zu diesem Thema aus deinem Bachelorstudium schon weißt. Hast du noch Fragen zu diesem Thema? Schreib sie auf. Dann kannst du auf Play drücken und das Video ansehen. Denk daran, dass du nicht im Hörsaal sitzt. Das heißt, du kannst jederzeit Pause drücken. Fragen oder Gedanken zum Thema aufschreiben oder kurz zurückspulen, um dir eine Erklärung nochmal anzusehen. Du kannst für ein besseres Verständnis auch die Untertitel einschalten. Nachdem das Video zu Ende ist, schau dir deine Notizen nochmal an. Sind alle Fragen, die du vorher notiert hast, beantwortet worden?
Sind neue dazugekommen? Oder kannst du deine Notizen ergänzen? Wenn du willst, kannst du das Video einfach nochmal anschauen oder zu den Fragen der Lerneinheit übergehen. Eins noch. Die Videos haben ein paar Elemente, die immer wieder auftauchen und dir dabei helfen, die Inhalte strukturierter nachvollziehen zu können. Zum einen sind da die kleinen Ausrufezeichen im linken unteren Eck. Wenn dieses Symbol auftaucht, steht daneben eine der Kernaussagen des Videos, die du dir unbedingt merken solltest. Am Ende des Videos werden alle Kernaussagen noch einmal gesammelt angezeigt. Außerdem haben wir diese Wischblende eingebaut, wenn ein Abschnitt im Video zu Ende ist. So erkennst du gleich, wann die Einleitung vorbei ist und die Inhalte detailliert erläutert werden oder wann die kurze Zusammenfassung am Ende beginnt. Diese Blenden sind gute Zeitpunkte für dich, Pause zu drücken und Notizen für die jeweiligen Abschnitte aufzuschreiben. Also, wenn du hier Neues über Geophysik für dein Masterstudium lernen willst, nimm dir je Video etwa eine halbe Stunde Zeit. Schreib dir auf, was du zum jeweiligen Thema schon weißt. Denk an den Pauseknopf und nutze ihn auch, um deine Notizen zu ergänzen. Und jetzt viel Spaß beim Lernen über das Innere der Erde. Okay. Also, um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, sind Webvideos die Zukunft der Hochschullehre? Würde ich sagen, ja, wenn sie sinnvoll, in Klammern nachhaltig, didaktisch, gut geeignet, Klammer zu, eingesetzt werden. Das heißt, wir haben jetzt heute ein paar Dinge gehört. Einerseits ändern sich die Lerngewohnheiten unserer Studierenden, wenn die jetzige Schülergeneration an die Hochschulen kommt. Im Moment setzen sehr viele Hochschulen auf kommerzielle Anbieter und ich wage zu behaupten, dass das langfristig keine gute Option ist. Das heißt, ich behaupte, wir brauchen unbedingt hochschulübergreifende Lösungen für Videoproduktion und Videobereitstellung in der Lehre. Und wenn wir das dann haben, ermöglichen wir damit eigentlich unseren Studierenden ein flexibleres Lernen und wenn wir die Systeme öffnen, ermöglichen wir auch allen anderen ein Lernen außerhalb der Hochschule, in allen Lebenssituationen, in allen Lebenslagen, in jedem Alter. Und ich finde, dass das ein durchaus erstrebenswertes Ziel ist. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wir haben jetzt noch ausreichend Zeit, über Dinge zu sprechen. Und ansonsten gibt es natürlich zu diesem Thema eine Hülle und Fülle an angrenzenden Themen. Die Folie lasse ich jetzt einfach stehen. Die kann als Anker dienen, während wir jetzt sprechen, diskutieren und uns gegenseitig beraten, wie auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank.